Hier ist noch ein aktuelles Beispiel. Und zwar die aktuellen Entwicklungen mit Pegida und Legida. Ja. Also ich habe dann davon erfahren, okay, es gibt also diese Gruppe, diese patriotischen Gedönsheimer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und sie haben ja tatsächlich interessante Forderungen für eine Reform quasi des Asylrechts und des Einwanderungsrechts. Und selbstverständlich, das deutsche Einwanderungsrecht würde anderswo auf der Welt ausgelacht werden. Was in anderen Ländern völlig normal ist, ist bei uns, gilt bei uns als, ja, als extreme politische Forderung. Und dann hieß es, naja, der Chef von Pegida ist halt dieser Typ, der vorbestraft und dann geflüchtet und Unterhaltszahlungen irgendwie nicht gemacht und Drogen gedealt und so. Und dann habe ich schon abgewunken. Weil so jemand einfach nicht in die Führung irgendeiner Organisation gehört, die politisch aktiv sein will und möglichst viele Leute erreichen will. Also allein die Entscheidung, so jemanden, der so auch noch frisch belastet ist, ja, der irgendwie noch ein Verfahren jetzt wegen Volksverhetzung am Hals und noch wegen seinen Unterhaltszahlungen und so weiter, und es kommen immer mehr Sachen über die Vergangenheit raus. Also der Typ ist so belastet. Warum? Warum ihn als Chefposten akzeptieren und irgendwelche anderen komischen Leute noch in dem Organisationsteam? Warum? Die Leute schauen da nicht genau hin. Oh, der erzählt was mir gefällt. Das ist in Ordnung. Und ich habe sofort abgewunken. Ich habe gesagt, nö, nö, das ist so blöd. Solche Leute da zu akzeptieren. Man hätte jemanden nehmen sollen, der ein Einwanderungsfachmann ist oder irgendjemand mit Format ist oder einfach jemand, der unbelastet ist. Aber nein, es musste ja dieser Typ sein. Und wie gesagt, jetzt hat er natürlich dann praktisch alles in den Sand gesetzt mit seinem Hitler-Foto. Und es soll ja Satire gewesen sein und whatever, man. Die Sache ist gegessen, er ist jetzt schon zurückgetreten. Die Leute in Deutschland haben jetzt ihre Meinung gefestigt über Pegida. Das war's, die ganze Mühe ist praktisch umsonst. Und ja, Pegida wird nur noch oder die anderen Gidas, die werden ihr Stammklientel erreichen und sonst niemanden. Dieser Typ hat es sogar zur Weltruhm gebracht, im negativen Sinn. Hier, also in der britischen Presse, in der amerikanischen Presse, in der indischen Presse, überall. Jetzt weiß es die ganze Welt, vorher kannte ihn praktisch niemand und jetzt natürlich ist es überall in der Presse. Also ohne Scheiß, international. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute das jetzt gesehen haben. Das war's. Sorry, das war's. Können die Leute alle heimgehen? Es wäre genauso effektiv, wahrscheinlich die Wand anzubeten oder sich im Kreis zu drehen oder sich Federn in den Hintern zu stecken oder sonst irgendwas. Pegida wird nichts, aber auch gar nichts verbessern an der Einwanderungslegislatur. Und es geht ja noch um seine Tweets, also oder Facebook-Geschichten, wo er angeblich noch rumgehetzt hat und so weiter. Tja, das haben sich die Pegida-Mitläufer selber eingebrockt. Die wollten nicht genau hingucken und niemand durfte was Schlechtes erzählen. Und jetzt haben sie die Scheiße aber so richtig. Und dann geht's weiter mit Legida. Also, Pegida durfte irgendwie nicht aufmarschieren, weil eine Terrordrohung das Ganze gefährdet hat. Dann hat's geheißen, ja, dann sollen die Leute halt eben nach Leipzig gehen, zu Legida. Man schwadronierte groß von 60.000 Leuten werden kommen. Gekommen sind anscheinend eher 5.000. Und anscheinend gibt es jetzt schon wieder Streit zwischen Legida und Pegida. Die Pegida-Leute sehen irgendwie, dass sie in die Fälle davon schwimmen. Und es ist irgendwie so eine Klage im Gespräch. Also irgendwie so eine Unterlassungsklage im Gespräch. Also jetzt hat man quasi nicht nur eine völlig deplatzierte Führung, sondern man hat auch noch innere Streitigkeiten. Also richtig heftige Streitigkeiten an der Spitze. Halleluja, das Desaster ist perfekt. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Nämlich die etablierten Medien haben jetzt natürlich die Möglichkeit, genüsslich hier auseinanderzunehmen, wer da sonst noch rummacht. Hier bei Legida, die Story hier, die dubiosen Gestalten hinter der Legida-Bewegung. Reporter für investigative Recherche. Also hier gibt man natürlich dann richtig Geld aus, um Legida in die Tonne zu kloppen.
Und also wie gesagt, es ist tatsächlich dann so, ja, wie so diese bizarre rechte Szene in Deutschland. Ich habe da selber schon sehr, sehr viel recherchiert, sehr, sehr viel mitbekommen. Also da, wie gesagt, da gibt es teilweise abstruseste Gestalten. Nicht nur eine Reichi-Szene und so, sondern ja, also NPD-Umfeld und dies und das. Also da gibt es teilweise Leute, die dann ihr ganzes Leben von Beschiss leben und Drogen und machen dann hier rum und darum und also wirklich einfach nur noch peinlich. Peinlich. Aber weil diese komischen Gestalten dann irgendwelche Nazi-Dolche daheim sammeln und irgendwie Hitler glorifizieren, deswegen halten die sich für die absoluten Vorzeigedeutschen und für die Patrioten und für die einzigen, die für Deutschland sprechen dürfen. Ja? Und jeder, der sie nicht toll findet, ist dann quasi ja, der absolute Todfeind. Also, das ist der Zustand, meine Damen und Herren, der Rechten, der politischen Rechten in Deutschland. Sehr, sehr desaströs. Und die Massenmedien haben überhaupt kein Problem damit, sowas zu den Top-Stories zu machen, beziehungsweise sich dann das Foto zu zeigen. Lutz Bachmann und dieses Hitler-Foto. Völliger Reinfall. Und ja, wie gesagt, das ist. Ich habe mir dann ziemlich früh gesagt, naja. Ich schreibe gern kurz was drüber und mache kurz was in der Sendung, aber mehr ist es auch nicht wert. Also das lohnt sich gar nicht, noch meine Finger noch mehr zu bewegen und irgendwas dazu machen. Das Ganze war eine Totgeburt. Dann sind wir eigentlich am Ende der Sendung angekommen.